Also ich habe es eigentlich immer auch gut mit Doriana gehabt. Also sie ist immer sehr locker und offen und ja, entgegenkommend gesehen, wenn ich eine Idee gebracht habe von einem Kran oder Dolly oder diese Sachen. Gut, sie ist ja hauptsächlich oder meistens auch für bewegte Kameraeinstellungen und weniger für statische. Das ist schon mal ein Vorteil, wenn man einen Regisseur hat, wo einem da entgegenkommt. Weil die meisten sagen einfach, ja, für das haben wir keine Zeit und das ist zu grosser Aufwand. Und ja, man merkt es dann halt einfach am Schluss, dass es dann doch besser aussieht, wenn man halt einen zusätzlichen Aufwand betreibt. Und da habe ich eigentlich immer auch Unterstützung gekriegt von der Oriana. Und vor dem 3 selber haben wir. Ja, wir sind halt, haben halt einfach das Glück gehabt, dass wir haben und Zeit haben können, die ganzen Locations können anschauen zuerst, um uns zu überlegen, wie wir es machen mit den Schauspielern, mit dem Licht, dass wir dort einfach einen guten Teil an Vorarbeit haben können leisten. In dem Fall haben eure Vision, also deine und Oriana, ihre Visionen zusammen gestimmt. Also ist das aufgegangen miteinander. Zu 90% würde ich sagen. Was sind denn die 10%, die nicht aufgegangen sind? Ja, die sind meistens weggegangen. Die 90, die 10%, die nicht übereinstimmen haben, sind meistens während dem 3 dann halt kurzfristige Entscheidungen gesehen, die haben müssen sein, weil es sonst einfach zu lang gegangen wäre.